Also einfach immer 1, 2, oh. 1, 2, möglichst nicht rote. Rauslocken, töten. Töten, töten. Weil die können instant tot hauen, das ist nicht schön. Deswegen keine roten. Keine roten, genau. Die hier können wir auch zwischendurch einfach mal K.O. schlagen. Wow, okay. Mann, wo willst du denn hin? Das sah krass aus, als wenn er falsch abbiegen wollen würde. So, weg. Weg. Und du heil bitte die beiden, solange du es noch kannst. Das sieht ja schon viel besser aus auf dem magischen Auge. Ja. Wow, Heilerin instant tot ist nicht gut. Alle Damen instant tot ist nicht gut. Nur im Wacht schreiend auf, okay. Ja. Das ist mit dir minus 15 und die Kette ist kaputt. Repariert. So, noch irgendjemand kaputt? Nein. Ein Heiltrank. Zwei Heiltränke. Krankheit heilen. Kraftheilung funktioniert leider nicht. Obwohl, wir können mal ganz kurz rumprobieren. Also Kraftheilung hatten wir probiert gehabt. Wenn jemand K.O. ist, kriegt der keine Heilung ab. War ich mir jedenfalls sicher. Will ich jetzt aber nochmal testen. Aha, es klappt also doch. Man kann Leute aus dem K.O. wiederholen. Dann hatte wohl damals bei dem Versuch einfach jemand zu wenig Lebenspunkte. Und trotz der Heilung ist er nicht über Null gekommen. Okay. Keiner von den Vieren ist krank. Das heißt, wir können irgendwo eine ruhigere Ecke suchen. Hier zum Beispiel. Und schlafen. Du Fackellicht, du. Der Zauber, der nicht Schnelligkeit hat. Du Auge, du. Ach komm, Tag des Schutzes, was soll's. Und Lay. Wenn sie denn gleich wieder zaubern darf, mag, wie auch immer. Komm schon. Genau. So, und jetzt eine etwas kleinere Gruppe, bitte. Weg, 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 weg. Genau. Okay, du. Krankheit heilen. Nächste Gruppe. Keine rote dabei, sehr gut. Trotzdem ein paar viele. Weg mit dir. Du, Krankheit heilen, sie. Taka, 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 taka. Müssten doch langsam mal. Was sind 5 oder so rote auf dem Haufen? Das ist nicht gut. Nee, komm. So eine Frage der Zeit, bis wir überfallen werden. Ich sehe das jetzt schon kommen. Du, das da. Ja, wie knacken wir die 5 roten auf einmal? Das ist eine schwierige Frage. Wir könnten vielleicht mit Schrapnell arbeiten. Wenn man nah genug dran ist, dann treffen wir alle Schrapnellteile auf einmal. Haken ist halt nur. Sie ist eine Experte. Das heißt, es kommen nur 5 oder so Schrapnellteile. Ja, 5 Fragmente. Nicht 7. Hm. Du. Tag des Schutzes. Du. Stunde der Kraft. Oder wir haben einfach Glück und es kommen so 1, 2 raus. Genau. Weg. Warum immer sie? So, wer hat jetzt das Regenerationsding? Regeneriert TP mit der Zeit. So, das kriegst du jetzt kurzfristig. Du. Warten. So halb warten, müssen wir versuchen, nur einen rauszuködern. Oh, da ist ein. Oh, oh, oh. So, du stehst. Du. Heilung. Wechselst den Umhang. Gibst ihr den Umhang. Oh, da sind rote Beine.
Krankheit heilen Sie. Weg, 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 weg. Menno. Der Dungeon hat es echt in sich. Das kann nicht angehen. Wir sind so hohe Charaktere. Okay, wir sind ziemlich hohe Charaktere. Stufe 40 eigentlich schon. Mit sehr schöner Ausrüstung, schönen Zaubersprüchen, was weiß ich. Wir laufen für Werwölfen weg. Vor allem den Anfangsbereich haben wir richtig gut sichern können. Aber hier drinnen, das ist ganz schön knackig. Du Wunden heilen dich selbst. Ja, okay, wir haben keine NPCs. Das macht schon ein bisschen was aus. Und wir haben halt nicht unbedingt so die super Zauber und auch nicht die Meister-Level, die wir haben sollten. Also Licht und Schatten zum Beispiel oder Luft. Genau, Luft. Wobei Luft sollten wir noch eigentlich ganz gut hinbekommen können. Okay. Du. Geteiltes Leben. Jetzt gehen wir da hoch. Drücken Enter. Da. Ein roter. Nee, zwei rote, ein blauer. Das muss doch machbar sein. So. Nur noch ein roter. Sehr gut. Also es waren fünf oder sechs rote oben im Knubbel. Weg, 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 weg. Es werden immer mehr da. Kann das sein, dass die auch respawnen? Und wir haben keinen Zauberpunkt mehr mit Lay. Ist nicht gut. Weg, 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 weg. Na, ein roter. Na, vielleicht noch zwei rote. Kannst du noch einmal Krankheit heilen? Nee. Ja, du musst die Krankheit aber heilen, weil wenn er schläft, dann geht's nicht mehr. So. Schlafen, schlafen. Nicht überfallen. Sehr gut. Fackellicht. Du da. Also. Ich denke, ein, zwei Versuche maximal, dann dürften wir den Raum endlich geknackt haben. Auch wenn das... war. Wir hätten lieber einfach irgendwo draußen ganz viele Kometen niederregnen lassen und so tierisch viele Gegner töten, um an das Gold zu kommen. Für die Zauber, die wir gerne hätten. Wie Lloyd's Beacon, um einfach hier hin und raus zu springen, ohne irgendwas zu triggern. Und die Meisterränge und so weiter und so weiter. Aber na gut, ich wollte im Kopf durch die Wand und das machen wir jetzt einfach mal. Sind noch ein paar. So. Kommt her. Alle nacheinander. Soweit ganz gut. Geronimo. Enter. Die Roten weg. Okay, zwei Rote noch, zwei Rote noch. Eine Rote noch, ein Rote noch, kein Rote noch. Da kommt noch ein Raum. Och, Menno. So, erstmal gucken, was hier noch ist. Nix. Nur ein Festsaal und jo. Ja, nee. Weg, 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 weg. Es sind schon mal viele. Frage ist halt nur, ob es rote dabei sind. Und ja, ich sehe 3, 4. Und da waren wir keine Zauberpunkte. Lay ist K.O. Jo. Weg, weg. Nee. Nein.
Das war aufwachen? Nein. Energie? Nein. Wir müssen aufwachen. Wir müssen ganz schnell einen gewissen Charakter aufwachen. Da, wach machen. Genau. Weg. Hier hin. So. Das wird irgendwie nichts da. Das ist sehr irritierend. Aber sei es drum. Wir müssten jetzt irgendwas anderes machen, bis wir stark genug sind, da einfach so durchzurasen. Das heißt, zuallererst würden wir gerne in einer ordentlichen Behausung schlafen und nicht irgendwo in einem Wolfsbau auf dem Fußboden. Das heißt hier. Freut mich. Das Beste und gute Nacht. So, nächster Schritt. Ich weiß nicht. Geld. Stärke 7, ist das so toll? Oh, er hat gar nichts. 7 ist besser als gar nichts. Ich weiß nicht. Zu ihr, zu ihr. Oh. 10 auf alle Resistenzen. Das ist sehr schön, den bekommst du. Dafür kann der da weg. Ich weiß es nicht. Kann weg. Aha. Kann weg. Aha. Kann verzaubert werden. Aha. Kann weg. Oh. Hast du schon. Ah. Nicht so gut. So, weg, 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 weg. Einmal verzaubern, das war's auch schon. So wirklich viel haben wir da nicht. Du verzaubern, das da. Kälteresistenz plus 12. Na gut, also primär gemischt waren in eine Rüstung. Dann haben wir 10.000 Gold oder so, wenn es gut läuft. Was echt nicht viel ist. Also zurück zu dem Plan mit dem Feuerregen und einfach nur Gegner töten. Wo könnten wir es am besten machen? Wo sind Gegner, die schön viel Gold bringen und die uns am besten nicht so gut erreichen können? Was hatten wir da? Wir hatten Erdelementare, die können aber Steinklumpen schmeißen. Wir hatten die Feuerschützen, die können halt Feuer schießen. Wir hatten Echsen, aber die sahen schon fast aus wie Drachen. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee ist. Geschlossen. Geschlossen. Weg, 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 weg. Ein Engelshelm. Oder wir holen uns einfach bessere Ausrüstung. Das ist, glaube ich, auch mal angesagt. Also 860. Wir können ihn kaufen für 1995. Da stimmt irgendwas nicht mit dem Handelsskill, wenn wir trotzdem noch das Überdoppelte bezahlen müssen. Hast du noch Punkte über, sag mal? Nö. Handel 7. Na gut, jeden Punkt, den wir jetzt in Handel setzen, steigert das Ganze um 3 effektive Punkte. Trotzdem ganz schön happig. Und wir wollen eigentlich Körpermeister werden. Aber gut, hilft nichts, wir brauchen bessere Ausrüstung. Kauf das Ding. Gebt das ihr und drückt die Daumen. Also 1995. Beschleunigt die Erholung. Zauberpunkte plus 6. Nix. So, es ist schon mal besser, als was ich vorher hatte, aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Und das Ding ist jetzt 1060 Wege. Warte mal. 621. So viel dazu, dass man damit gut Gold machen kann, hm? Aber wir haben immer noch 9000, okay. Rüstungshändler. Sind wir, glaube ich, eben gerade schon mal dran vorbeigekommen. Da war die Trainingshalle. Hier vorne war die Kneipe. Oh, und NPCs. Anhänger von Bar, nein. Chefkoch, nein. Gelehrter und Windmeister. Gelehrter war Erfahrungspunkte. Oh, hallo. Unbegrenztes Erkennen von Gegenständen und 5% Bonus auf Erfahrungspunkte. Nein. Irgendjemand, der Gold bringt, wäre auch sehr praktisch. Keine Hufeisen. Schon wieder Kitschladen? Nein. Viehdieb. Was macht ein Viehdieb? Hallo. Nichts. Noch einer. Was?
Ganz schön viele Viehdiebe hier in der Gegend. Gepäckträger. Bettler. Weber. Da ist der Rüstungshändler. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, weg. Nichts Tolles. Hier waren wir eben gerade schon. Gepäckträger, Gepäckträger. Nö. Okay, woanders hin. Wir würden gerne nach Silver Cove. Da hatten wir eine Ecke gehabt. Warte mal kurz. Arbeiter, Zimmermann, Forscher. Bringst aber kein Gold, hm? Oh, hallo. Alle Reisen dauern nur einen Tag, nicht? Genau, hier waren ganz viele Druiden oder sowas in der Richtung. Da können wir doch bestimmt ein bisschen Gold abfangen. Vor allem, wenn da Truhen bei sind. So, Jäger, Unterhändler. Hallo, wie geht's? Handels- und Diplomatiefähigkeiten werden für jeden Charakter um 4 Punkte erhöht. Handelspunkte ist schon mal sehr wichtig. Dadurch hätte sie 12 effektive Punkte mehr bei Kaufen und Verkaufen. Und alle von uns haben 4 Punkte mehr. Das heißt, wenn sie Stufenaufstiege zum Beispiel haben, müssen sie weniger bezahlen. Das heißt, es müsste sich eigentlich auszahlen, sie anzuheuern. Also machen wir das auch mal. Spaßvogel, nein. Messdiener. Wache. Expertenheiler, nein. Okay. Gargoyles. Gargoyles bringen auch Gold. Was schießt da auf uns? Druiden, ne? Jo. Sternfeuer. Lebt da noch was? Ja. Meteorregen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Genau. Also, Waffen ist angesagt. Du. Da, da. Du. Das. So, Gold, Gold, Gold. Oh, 314, das ist schick. Und das Ding hier könnten wir uns auch mal angucken. Aber erstmal will ich gucken, wie viel Gold das hier gibt. Also fliegen wir einfach so in diese Gruppen von Druiden rein. Und machen das. Alle tot. Oh. Das könnte ein bisschen nah sein. Oh, okay. Weg mit dir. Ja, pro Gruppe so 400. Turing. Weg, weg. Dober-Diamant-Gargoyle. Du, Sternfeuer. Auch weg. Ah, 11.000 gleich. Oh, da hinten ist noch was. Also einmal sind wir ganz viele Gargoyles. Die würde ich aber gerne alle vom Haufen ziehen. Probiere ich mal. Also fliegen wir im Kreis drumherum und dann... So. Wusch. Das sieht schick aus. Ching, ching. Ching, ching. Weg mit dir. Weg mit euch. Und das machen wir so. Also 11.036. Mal gucken, wie viel das gebracht hat. Oh, fast 1.000 Gold. Was haben wir hier? Festung des Kriegsherrn. Da müssen wir eh hin. Oh, oh. Okay. Ich wollte doch nur mal ganz kurz reingucken. Ihr lasst mich nicht mal ordentlich schlafen. Naja, wenigstens kein Diamantgargoyle dabei. Falls keiner mich sehen könnte. Boah. Verflucht, was?
sägen. Nee, nicht abhauen hier. Weg, 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 weg. So, was mit dir passiert? Du bist... Achso, nur schwach. Okay, schwach ist vollkommen okay. Ich weiß nicht. Oh, die haben... Oh. Ich weiß nicht. Die Druiden haben Amulette dabei. Was ist schick? Kann verkauft werden. Kann verzaubert werden. Kann verzaubert werden. Und jetzt lass mich bitte, bitte schlafen. Gut. Danke. Du. Fackellicht. Du. Das da. Und ich werde das wieder tun. Ich werde mich ablenken lassen, denn ich bin zu neugierig, was da drin ist. Vielleicht ist es ja irgendein Dungeon, wo man ganz viel Gold machen kann. Und das wäre schade, wenn wir dran vorbeigehen, nur um hier stur unser Meteorregending durchzuziehen. Also du. Tag des Schutzes. So. Oh, wo sind wir? Gauner. Jo, das dürfte so kein Problem sein. Jedenfalls hier am Anfang. So, alles drauf, sehr gut. Eine Totenkopftür. Diese Tür, oh oh. Die Tür lässt sich nicht öffnen, aber wenn man auf den Schädel klickt, dann kommt man ganz woanders raus, als man vorher war. Okay. Gut, dass wir das magische Auge haben. Da lang, hm?